Ja, liebe Delegierte, liebe Freundinnen und Freunde, es sind bewegte Zeiten. Nach 16 Jahren sind wir Grüne endlich wieder Teil einer Bundesregierung. Und dafür haben wir alle gemeinsam hart gekämpft. Klar, wir hätten uns alle mehr Grün pur in diesem Koalitionsvertrag gewünscht. Aber ich finde, schon allein das Ende von Seehofers Politik der menschlichen Kälte und Schikane zeigt, warum es sich gelohnt hat, so hart dafür zu kämpfen. Das Aus für Ankerzentren und Arbeitsverbote, dafür mehr Seenotrettung und Familienzusammenführung. Und das war nur mit uns Grünen möglich, liebe Freundinnen und Freunde. Nun gilt es, auch hier bei uns in NRW die schwarz-gelbe Landesregierung abzulösen. Für eine ambitionierte Klimapolitik, für den Zusammenhalt in einer modernen, demokratischen Einwanderungsgesellschaft und für eine Politik, die über den Tellerrand schaut und Verantwortung für globale Gerechtigkeit und Humanität übernimmt. Als Sprecherin für Flucht, Integration, eine Welt und Internationales ist der Kompass meiner politischen Arbeit im Landtag die Einhaltung der universellen Menschenrechte, die diese schwarz-gelbe Landesregierung immer wieder, auch mit ihrem sogenannten Entfesselungskurs, bereit ist zu unterlaufen. Ich habe in den letzten Jahren alles daran gesetzt, und das mit viel Leidenschaft für die parlamentarische Arbeit, auch aus der Opposition heraus, einiges zu bewegen. Gegen die Massenunterbringung von Geflüchteten in Landesunterkünften, die sich spätestens mit der Pandemie nicht nur als eine große Gefahr für die dort untergebrachten Menschen, sondern auch als eine große Belastung für unser Gesundheitssystem vor Ort erwiesen hat. Für die Stärkung unserer Kommunen und der freien Träger, die die Integration und das gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen vor Ort aktiv gestalten und in die Hand nehmen. Aber auch gemeinsam mit den tausenden Aktivistinnen und Aktivisten von der Seebrücke und inzwischen, und ich finde, darauf können wir alle sehr stolz sein, über 70 Städten und Gemeinden in NRW, die sich für ein humanitäres Landesaufnahmeprogramm von Menschen vor den Toren Europas einsetzen. Und dafür, liebe Freundinnen und Freunde, brauchte es neben Leidenschaft, Tatkraft auch ein enges Zusammenwirken mit einem breiten Netzwerk von Akteuren aus der Zivilgesellschaft, aber auch aus der Wirtschaft und Wissenschaft. Und auf diese breite Vernetzung gilt es auch in Zukunft zu setzen, für eine mutige, zukunftsfeste Politik, für eine Politik stets in Bewegung. Und dafür wollen wir Grüne am 15. Mai Regierungsverantwortung übernehmen. Denn NRW muss im Zusammenspiel mit dem Bund zu einem zentralen Akteur für den politischen Aufbruch werden. Und ich finde, heute haben wir mit unserem starken Wahlprogramm die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt. Dazu gehört auch, und darüber freue ich mich sehr, dass wir als erstes Flächenland mit einem starken Antidiskriminierungsgesetz für gleiche Chancen für alle Menschen in unserer so vielfältigen Gesellschaft vorangehen wollen. Liebe Freundinnen und Freunde, 2017 bin ich erstmals in den Landtag eingezogen. Und ich weiß, was es bedeutet, als eine Frau, die nicht in Deutschland geboren wurde, als eine Frau mit einem kurdischen Vornamen, als eine Frau, die sich konsequent für eine humanitäre Flüchtlingspolitik einsetzt und Menschenrechtsverletzungen weltweit auch immer wieder auf die Agenda der Landespolitik setzt. Ich weiß, was es bedeutet, tagtäglich mit der rassistischen Hetze der AfD im Parlament konfrontiert zu sein. Und ich weiß auch, wie es sich anfühlt, als eine grüne deutsche Politikerin ins Visier von Autokraten wie Erdogan und seinen nationalistischen Ablegern hier bei uns in NRW zu geraten.
Ich weiß aber auch, liebe Freundinnen und Freunde, um das Privileg, in all diesen Momenten eine breite Solidarität der demokratischen Öffentlichkeit, aber auch die Unterstützung unserer Sicherheitsbehörden zu haben. Und dafür bin ich sehr dankbar. Daraus ergibt sich für mich aber auch die Verantwortung für meine Themen und für all die Menschen, die von Rassismus und Anfeindungen betroffen sind und noch viel zu oft damit alleine stehen, mutig voranzugehen. Daher lasst uns mit unseren grünen Konzepten, mit guter Kommunikation und mit Köpfen, die für die Vielfalt unserer Themen, aber auch für die Vielfalt unserer Gesellschaft stehen, gemeinsam das NRW von morgen gestalten. Dafür stehe ich, dafür brenne ich und dafür möchte ich für euch ins Rennen gehen. Mein Name ist Berivan Aymaz. Ich bitte um euer Vertrauen.